ist fertig. Alle an den Tisch setzen. Oh yeah. Vitamine, paar. Schlürf doch nicht aus den Flaschen. Warum denn nicht? Macht doch jeder so, oder? Oh Gott, das ist ja total eklig. Aber es gibt jetzt endlich Essen. Oh ja. Und oh, hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sandhex-Army, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, es gibt jetzt Essen. Hast du Hunger, Vitamine? Ich habe Hunger. Hast du Hunger, Santi? Ich habe Hunger. Hast du, Kleiner? Nein! Wie nein? Och, Mann, oh Mann. Okay, dann bleibt halt mehr für mich und Vitamine übrig. Aber kannst du noch nicht richtig trinken, Vitamine? Muss ich dir das noch beibringen? Ach, egal. Trinken ist was für Anfänger. Heutzutage nennt sich das Schlürfen. Oh Gott Hey, Vitamine, du hast die Flasche schon umgekippt auf dem Tisch. Mach das jetzt sauber. Santine, ich muss doch mal nach Hause gehen. Oh Mann, ey, bleib mal stehen, Vitamine. Du gehst jetzt nicht nach Hause. Oh Mann, aber warte mal, hey, schau mal, wer da vor der Tür ist. Wer ist zu Hause? Hey, Santi, vielleicht hat er einen neuen Auftrag für uns. Hey, ja, mach mal die Tür auf und ich habe einen neuen Auftrag. Na, alles gut bei euch? Oh ja, Polizeichef. Und wollen Sie mir vielleicht ein bisschen mehr Geld geben? Ich weiß, ich bin echt ein guter Mitarbeiter. Oh ja. Nö, also eigentlich wollte ich mein kleines Polizeibaby nur abgeben, weil ich gehe auf die Arbeit und ihr macht den Babysitter heute. Oh nee, darauf habe ich ja gar... Warte mal. Oh nee, der hat sich in die Windel gemacht. Tschüss. Oh nein, Herr Polizeichef, sicher. Oder gibt es da irgendein Problem vielleicht? Das ist mein Baby. Ja, okay, Sie haben recht. Bist du ein lieber Kleiner? Oh Gott, Vitamine, was sollen wir machen? Ja, Herr Polizeichef. Wo ist das Problem? Sie nimmt den Kleinen jetzt mit. Ihr seid die Babysitter heute für einen Tag lang. Ist ja in Ordnung, es gibt gar kein Problem. Komm, Vitamine, wir sind jetzt heute der Babysitter einen ganzen Tag lang von dem kleinen Polizeibaby. Viel Spaß auf der Arbeit, Herr Chef. Ja, und pass gut auf den Kleinen auf. Wenn es irgendwas gibt, dann gibt es Ärger von mir. Oh Gott. Ja, ist ja in Ordnung. Schnell, Vitamine, mach die Tür zu. Hey, kleines Polizeibaby, möchtest du vielleicht ein bisschen spielen? Nein. Oh Gott, was sollen wir machen mit dem Kleinen? Warte mal, ist das das Polizeibaby? Ja, wir müssen heute einen ganzen Tag lang auf den Kleinen aufpassen, aber warte, ich habe Vitamin, ich habe eine Idee. Wir hocken den einfach neben den Kleinen und die spielen den ganzen Tag zusammen, genau, oder? Hier so, ich schalte für euch, warte mal, GTA-Menschen, nein, GTA nicht, vielleicht Fußball. Fußball, Kleiner, magst du Fußball? Hey, das ist das Polizeibaby, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Oh, ich glaube, Fußball will er nicht spielen. Ich würde sagen, komm mal mit, Kleiner. Ich nehme das Polizeibaby. Vitamine, nimm du mal Santino mit, okay? Jo, okay, wir kommen alle mit, aber... Oh Mann, was ist denn das heute hier? Ein Kindergarten oder was? Ja, ich weiß, aber es ist sowas von schönes Wetter. Hey, ihr hattet hier vielleicht Lust? Komm, lass mal vielleicht in den Pool gehen. Aber Vitamine, wir dürfen nicht in den Pool, ne? Du weißt, der ist ganz klein. Jo, Arschbombe! Oh Mann, hey, Kleiner, ich weiß nicht, ich glaube, vom Pool macht es auch nicht so viel Spaß. Ich weiß nicht, was können wir alles mit dem Kleinen hier machen? Es ist so ein schönes Wetter draußen. Wir können erstmal ein bisschen auf dem Spielplatz spielen. So, komm, ab auf die Wippe mit dir, Kleiner. Und oh Gott, irgendwas ist hier kaputt gegangen. Oh Mann, hey, Kleiner Santino, willst du mit dem Polizeibaby mal spielen? Der ist den ganzen Tag nur am Weinen, der ist langweilig. Ja, ich weiß ja auch nicht. Okay, du willst spielen. Okay. Was können wir denn alle spielen, Vitamine, draußen? Hast du vielleicht irgendeine Idee? Wasserrutsche vielleicht. Wasserrutsche! Oh ja, komm mal mit, Kleiner. Ab geht es auf die Wasserrutsche. Vitamine, was machst du mit mir? Holt mich hier raus. Ihr seid doch verrückt. Oh ja, es wird mir leid, Kleiner. Vitamine, was machst du mit dem Kleinen? Ah, ich werde das nicht überleben. Du spinnst doch. Guck nicht hin, Kleiner. Alles gut. Oh Mann. Vitamine, was hast du mit Santino gemacht? Komm her, Vitamine. Schau, ihr braucht den Kopf. Was soll das? Oh Mann. Was ist denn da? Da, los. Ha, lustig. Das gefällt dem Polizeibaby. Vitamine, renn weiter weg. Das gefällt dem Polizeibaby. Okay, lass mich in Ruhe, Santino. Komm her, schau, ihr braucht deinen Kopf drauf. Bong. Lustig. Oh Mann, das gefällt dem kleinen Polizeibaby. Aber ich würde sagen, komm mal mit, Santino. Wir können ja mal zu deinem Spielzimmer oben gehen. Und vielleicht gibt es ja ein paar Spielzeuge, oder? Ja, spielen. Okay, da würde ich sagen, oh, ich habe das Polizeibaby runterfallen lassen. Vitamine, das Polizeibaby stecken geblieben. Oh yeah. Egal, komm, wir gehen weiter hoch. Oh ja, ab geht es in Santinos kleines Zimmer. So, da würde ich sagen...
Oh ja, schaut euch das mal an, so viele Spielzeuge. Oh Mann, Mann, Freunde, das ist wirklich total krass. Guck mal, wir haben hier ganz viele Pikachus hier. Ihr könnt ja ein bisschen hier mit Pikachu und sowas spielen. Ja, ihr könnt hier erstmal alleine spielen, aber Vitamine, wir machen jetzt echte Männersachen, was richtige Männer machen. Und Donnerblitz! Vitamine, spielst du gerade mit den kleinen Babys jetzt? Ja, aber warte mal, das war noch nicht alles, Kleiner. Und zwar, guck mal, ich weiß, wie ich ihn auch noch ablenken kann. Wie denn? Und zwar, guck mal, jetzt mache ich den Clown. Vitamin, ich weiß nicht. Oder warte, Sandy, das nenne ich den heulenden Hund. Guck mal, Kleiner, so das quietscht hier und jetzt... Okay, Sandy, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. So, und zwar, guck mal, ich hebe ab. Fenster springen? Der will das sehen, Vitamine. Spring aus dem Fenster, aber tu nur so, okay? Den Trick habe ich aber noch nicht gemacht. Okay. Los. Nicht aus dem Fenster springen. Tu einfach nur so, Vitamine. Okay. Perfekt, guck mal, Vitamine ist aus dem Fenster gesprungen. Warte. Und zwar, guck mal, Sandy, so, jetzt, guck mal, Kleiner, warte mal, ich hebe auf, Vitamine! Ich komm runter, oh mein Gott, Kleiner, guck, oh mein Gott, Vitamine, du kannst gerne aufhören und den Trick, warte mal, wo bist du denn, du Idiot, komm runter, ich glaube, Freunde, wir müssen heute den Tag alleine machen, alles gut da oben. Sandy, irgendwas passiert hier mit dem Ballon. Mir wird schwindelig. Ja, Vitamine, lustig. Oh Mann, alles gut bei dir? Bist du gerade weggeflogen, oder? Oh, mir ist so schwindelig. Oh, ich war fast im Himmel. Oh Mann, der ist ja verrückt, Vitamine. Aber Freund, schreib mal jetzt gerne in die Kommentare, was würdest du einen Tag lang mit dem Polizeibaby machen? Was können wir noch hier einen ganzen Tag lang machen? Und wenn du mehr mit dem Polizeibaby sehen willst, dann lass mir genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Genau, Freunde, ihr habt das gehört. Das Polizeibaby wird sich super doll freuen über einen Daumen nach oben. 3, 2, 1 und jetzt. Oh ja. Aber ich würde sagen... Sandy, was macht ihr mit den Babys auf dem Dach? Seid ihr für komplett verrückt? Vitamine, lass uns lieber hier runter vom Dach gehen, oder? Ich glaube. Darf man nicht auf dem Dach sein? Am besten nicht und vor allem nicht hochfliegen mit Luftballons. Okay, aber es ist schönes Wetter. Lass uns vielleicht noch ein bisschen nach draußen gehen, okay? Sandy, was habt ihr auf dem Dach gemacht? Und habe ich richtig gesehen, da war irgend so was Orangenes in der Luft. Das sah aus wie Vitamin. Ich dachte kurz, Vitamine wäre das. Nein, keine Sorge, es ist alles gut. Ja, genau. Vitamine, wieso bist du so grün im Gesicht? Du siehst aber nicht gerade gut aus. Ja, aber dafür habe ich noch die kleinste Violine der Welt. Oh ja, die kleinste Violine der Welt. Hey, Kleiner, okay, lass uns aber mal nach draußen gehen. Oh Mann, kommt ihr mit dem Polizeibaby gut zurecht? Ja, natürlich. Komm. Wir können in den Kleiderladen gehen. Komm. Kleiner, willst du vielleicht neue Kleider haben? Okay, dann würde ich sagen, los, ab geht es in den Kleiderladen. Such dir mal ein paar schöne Sachen aus. Santino, willst du auch was? Ja, ich guck mich auch ein bisschen um. Okay, sehr, sehr gut. Oh Mann, Freunde, was ist denn da los? Was hast du mir eigentlich gegeben, Vitamine? Das ist die kleinste Violine der Welt, habe ich dir doch gerade im Haus schon gesagt. Warte mal, ich spiele die mal ab und... Okay, irgendwie ist das echt ein sehr, sehr komisch. Was ist das für ein nochmal? Das ist ja winzig, die Violine. Oh Mann, Freunde, das ist wirklich total lustig. Okay, Kleider. Okay, dann würde ich sagen, komm, Vitamine, wir suchen mal mit. Wie wäre es vielleicht mit diesen Kleidern? Dann siehst du aus wie ein Magier, Kleiner. Oder ein Superman. Oh ja. Okay, Vitamine. Hast du vielleicht noch irgendwelche anderen Kleider? Was gibt es hier vielleicht noch? Willst du vielleicht aussehen wie ein Stück Dreck? Was ist das hier, verdammt nochmal? Stück Dreck. Oder wie ein Gentleman. Wie ein Gentleman. Oh, Hallöchen. Oh ja, Freunde, das ist wirklich total lustig. Aber ich glaube, das hat dem Kleinen auch nicht so gefallen. Wie wäre es mit dir? Oh mein Gott, mit so einer kleinen, was ist das hier? So ein Matrosen-Outfit, oder? Hallo, Chef! Hallöchen! Ja, das will ich! Okay, Polizeibibi, dann würde ich sagen, hey, schnell alle raus hier, der Laden brennt! Sandy, warte mal, der Laden brennt! Oh Mann, was ist denn hier los, Freunde? Ganz, ganz schnell... Wir müssen hier raus. Oh mein Gott. Hallo, Herr Polizeichef. Hey, was macht ihr denn hier? Schickt ihr die Kleinen etwa in den brennenden Laden? Was ist hier los? Warte mal. Nein, alles gut.
Oh Mann, oh Mann, Vitamin, wie soll mir das jetzt erklären? Ich weiß nicht. Also Sandy hat den angezündet. Ich war's nicht. Warte mal, wie? Ich hab den angezündet. Hey, oh Mann, oh Mann. Ey, wie siehst du denn eigentlich aus? Oh, ja, ein bisschen grün. Aber hey, Sandy, du bist rausgegangen, ohne die Klamotten zu bezahlen. Oh Mann. Ey, ich dachte, ihr werdet gute Babysitter. Was habt ihr mit dem kleinen Polizeibaby gemacht? Kleiner, alles gut. Bei dir? Ey, klar, was ist das? Guck, er hatte richtig viel Spaß gehabt bei Vitamino und mir. Oh ja, das freut mich sehr, sehr gut zu hören. Aber ich denke mal, ihr habt es verdient. Der ganze Tag ist um und ihr habt jetzt gut auf den Kleinen aufgepasst. Okay, vielen Dank, dass ihr auf den Kleinen aufgepasst habt. Gar kein Problem, das machen wir auch sehr, sehr gerne. Genau, tschüss. Oh ja, okay, ganz, ganz schnell hier weg. Oh Mann, oh Mann, Vitamin, ich werde hier nie wieder auf dieses Baby mehr aufpassen. Das war echt total verrückt. Was machst echt, du? Ja, das war auch voll vor allen Dingen nervig und so. Aber irgendwie hast du immer noch die Klamotten geklaut. Ich glaube, der Besitzer wird sich nicht freuen. Naja, das ist ein anderes Problem. Aber ich denke mal, Freunde, die 24 Stunden ist um. Wir haben jetzt einen ganzen Tag lang mehr oder weniger erfolgreich auf das kleine Polizeibaby aufgepasst. Vitamin, kannst du mich runternehmen? Ja, du bist echt ganz schön schwer. Aber ich muss sagen, das hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Und zum Glück haben wir keinen Ärger bekommen. Das war echt total knapp. Aber dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex-Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi. Tschüss!